Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Mount & Blade 2 Bannerlord. Wir befinden uns gerade in einer imperialen Stadt Ortirsia und haben dort in der letzten Folge erfolgreich den Arena-Kampf bestritten. Als Belohnung gab es hier ein paar verzierte imperiale Panzerhandschuhe. Ja, die haben hier Armpanzer von 20, Rüstungsrang 3. Schon mal gar nicht schlecht für den Anfang. Und ja, wir wollen weitere Städte aufsuchen. Denn wir wollen weiter in den Arenen kämpfen und ja, zu Ruhm und Ehre kommen. Dabei versuchen wir auszuweichen den Banditentruppen, die sich hier überall mal aufhalten und ihr Unwesen treiben. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen, gerade wenn wir alleine unterwegs sind. So, in Sargot gibt es kein Turnier scheinbar. Oh, da kommt ein Plünderer auf uns zu. Da vorne habe ich aber gerade noch was gesehen. Der Tert. Ein weiterer Adeliger. Stop there, Stranger. I bid you peace. At least until I find out who you are, anyway. Ich bin als Eva bekannt. Merkt euch das. Ihr werdet noch öfter von mir hören. Ich bin der Tert, König der Vlandianer. Ich bin der Fürst von Galent und Sargot. Ich werde mir euren Namen merken. Könnt ihr mir etwas über die Schlacht bei Pendrake sagen? Es war einer dieser Siege, die fast einer Niederlage gleichen. Wir hatten dem Imperium einen Eid geschworen, ihnen beiseite zu stehen, wenn sie angegriffen werden. Für mich war es keine Frage, dass wir unseren Eid hätten ehren sollen und dass die Batanianer und die Sturgianer Aggressoren waren. Aber über Details lässt sich immer streiten. Letztlich hatten unsere Barone nicht den Wunsch, mit dem Imperium zu kämpfen, also kamen sie nicht zur Hilfe. Als Neretzis hörte, dass wir zögerten, schickte er uns eine Botschaft, in der er uns als Feiglinge und Verräter beschimpfte. Und so etwas sagt man einem flandianischen Adeligen auf eigene Gefahr. Neretzis hätte wissen müssen, was er tut, wir schlossen uns den Sturgianen an. Ich habe in der Schlacht nicht gekämpft, ich stand auf einem Hügel und sagte meinen Befehlshabern, wo sie hingehen und wen sie angreifen sollten. Und wir hatten einigen Erfolg, wie ihr vermutlich bereits gehört habt. Aber wir haben auch Verluste erlitten, schwere Verluste sogar, und nur wenig gewonnen. Und darin gaben die Barone mir die Schuld, obwohl es ihre Idee gewesen war, zu kämpfen. An jenem Tag habe ich gelernt, dass ein König immer führen sollte und nie folgen. Aber es war eine bittere Lektion. Okay, vielen Dank, König. Da haben wir dann auch wieder etwas erfahren. Ja, gehen wir mal weiter nach Jakulan. Dort gibt es eine Arena und auch eine weitere Quest hier, wo wir mit jemandem sprechen könnten. Um in die Festung zu gelangen, müssten wir aber 800 Denare bezahlen. Die Wachen lassen uns sonst nicht rein. Ich glaube, dann können wir auch warten. Ich würde hier mal ein bisschen warten, denn nur tagsüber findet das Turnier statt. So, schauen wir mal. Vier kampferprobte Fürsten nehmen teil und als Belohnung winkt ein königliches Schlachtross. Wunderbar, dann treten wir mal bei. Da ist es, auch ein Adeligenreittier wieder. Wir starten in Gruppe 1 mit großen Vierergruppen. Und ihr seht schon, jetzt bekommen wir nur für die erste Runde 600. Denn die Leute wissen schon, okay, der Iva, der hat schon zwei Arena-Kämpfe gewonnen. Mal gucken, was da noch kommt. Ja, das erste Mal mit einer Armbrust. Oh, da haben wir Friendly Fire gemacht. Verdammt. Oh Gott. Das wird nichts, Leute. Geh mal ein bisschen in Deckung hier hinter dem Stein vielleicht. Da hinten der Gelbe schießt nämlich ganz gerne auf uns. So, nachladen, während er ebenfalls nachlädt. Und da sind wir gefallen. Verdammt. Und unsere Gruppe wurde vom Turnier ausgeschlossen. Wir haben es leider nicht geschafft. Gewonnen hat ein vlandianischer Armiger, ein ganz normaler Fußsoldat, und wir sind direkt in der ersten Runde ausgeschieden. So soll es natürlich nicht laufen. Aber das ist der Preis, wenn man in Arenen teilnimmt. In Galta, ein weiterer Adeliger. Yours is not a face I know. What is your name, Stranger? Ich bin Eva, und wer seid ihr?
Ich bin in Galta aus dem Hause de Courtain, einer der glorreichsten Familien, die in den Annalen des Flandianischen Königreichs. Ich bin der Fürst von Charras. Ja, es ist immer ein bisschen Zungenbrecher hier, die Völker, finde ich. Wenn ihr Ruhm sucht, dann solltet ihr vielleicht für mich kämpfen. Eines Tages könnt ihr dann euren Enkelkindern erzählen, unter wem ihr gedient habt. Könnt ihr mir etwas über die Schlacht bei Pendrake sagen? Ich war dort. Ich war damals noch ein junger Knappe. Ich habe nie eine süßere Musik gehört als den Donner unserer Hufe, als wir auf den Aserei-Abschaum zugaloppierten. Wir sind über sie hergefallen wie ein Falke über ein Kaninchen. Sie hatten sich damit übernommen, die imperialen Bogenschützen zu verfolgen. Erst leichte Kämpfer, dann unsere Ritter. Es war kein gerechter Kampf. Ich verrate euch mal etwas, 9/10 des Sieges bestehen darin, zu erkennen, wann der Feind einen Fehler begangen hat. Die Vorschnellen sterben ebenso schnell wie die Schwachen und sie verdienen es ebenso sehr. Wir hätten daraufhin das gesamte westliche Imperium erobern sollen. Wenn der Ted ein echter Mann wäre, hätten wir das auch getan. Aber er war in diesem Krieg nie mit dem Herzen dabei gewesen. Er glaubte, er habe seinen Eid gegenüber dem Imperium gebrochen, indem er den Sturgianern geholfen habe. Und das zehrte sehr an ihm. Er hätte einen guten Lakaien abgegeben, stattdessen ist er unser König. Ja, er scheint nicht so viel zu erhalten von der Tert. Vielen Dank auf jeden Fall für die Info. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. So, in Galent gibt es leider kein Turnier. Wir machen uns mal weiter durch die Länder. Da oben ist Pravent. Eine weitere Stadt der Vlandianer. Auch keine Arena. Wir könnten auch den Arenaleiter in einer der Städte fragen, wo es den nächsten Kampf gibt. Aber ja, wir bewegen uns hier sowieso fort, deswegen können wir überall mal gucken. So, als Belohnung gibt es diesmal einen Nasalhelm über wattierter Stoffhaube. Wollen wir mal gucken, ob wir hier besser abschneiden. Da ist das gute Stück. Ein Helm, den können wir auch gut gebrauchen. So, wir kämpfen mit Schild und Schwert. Kümmern wir uns mal zuerst um den Kollegen hier. Ja, die sind natürlich sehr schutzlos hier gerade, die Fernkämpfer. So, das war's schon mal mit denen. Hat der hier eine Armbrust fallen lassen? Nee, schade. Sonst hätte man ganz gut hier den Reiter nochmal... Ah, perfekt. Hi, grüß dich. Oh, der Ivar hier voller Blut. So, wir wetten wieder und sind in Vierergruppen nochmals. Oha. Wir mit einer Armbrust. Schön, versuchen wir mal unser Glück. Oha. Ich will kurz ausweichen. Der hat uns trotzdem getroffen, obwohl wir ausgewichen sind. Jetzt liegt es an unseren beiden anderen. Ja, zwei Reiter gegen einen Reiter mit Armbrustschützen. Wir können nur hoffen, dass er nicht trifft da hinten. Okay, ob das gut ist oder schlecht, ich weiß nicht. Genau, kümmert euch mal um den Armbrustschützen. Das ist eine gute Idee. Der ist schon mal weg. Und der andere steigt wieder auf. Was für eine Überraschung. Wenn unsere Leute hier nämlich gewinnen, dann sind wir trotzdem in der nächsten Runde. Denn das geht hier gruppenweise. Aber irgendwie stellen die sich hier nicht so gut an. Das Pferd ist auch gestorben. Tja, was soll man sagen? Zwei gegen einen und trotzdem macht der uns irgendwie fertig. Na, mal gucken. Vielleicht können die ihn zu zweit ein bisschen austricksen. Ja, das war's mit ihm. Eure Gruppe hat sich für die nächste Etappe des Turniers qualifiziert. Mehr wollen wir doch gar nicht. Wir brauchen unbedingt Rüstung, Leute. Oha.
zu Pferde. Ja, schon gut los hier. Ja, der hat gesessen. Und noch ein Schild. Wir leveln ja auch so ein bisschen unsere Stangenwaffe gerade. Ja, schwierig, sich auf einen zu konzentrieren, wenn beide immer so weit weglaufen. Okay, der eine ist down. Und der auch. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Nächste Runde. Ne, Finale haben wir schon. Wow, das ging ja schnell. Okay, Zweihand-Stangenwaffe. Ja, hau mal zu. Kleinen Schritt nach hinten gehen, wenn er zuhaut. Dann trifft er euch nicht. Und dann ist unsere Zeit. Wunderbar. Wollt doch mal direkt gucken hier. Der Nasalhelm, überwattierter Stoffhaube. So sieht's aus. Passt eigentlich auch zu unserer Pelzrüstung hier. Los, dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht mal was anderes bekommen. Das ist ja schrecklich. So, ich würde mal speichern zwischendurch. Man weiß ja nie, was passiert. Könnt immer mal auf einmal so ein Banditentrupp hier auftauchen und dann sind wir nachher in Gefangenschaft. Das wollen wir ja nicht. So, nochmal eine Nasal-Hirnhaube, überwattierte Haube. Okay, die ist ein bisschen anders. Das nächste Turnier. Oh, die machen uns hier gerade ganz schön fertig. Ich würde halt ganz gerne die Fernkämpfe erstmal irgendwie ausschalten. Das war der erste. Dass er uns jetzt noch vom Pferd haut hier. Sehr schön. Oh, sind deine Bolzen leer? Das hat doch schon mal ganz gut geklappt hier. Jetzt haben wir einen Einzelkampf hier gegen die Infanterie. Den haben wir gut getroffen. Ja, da waren wir natürlich zu weit weg. Schönes Ding. Haha. Schaut her, der Ivar. Merkt euch diesen Namen. Boah, der hat gesessen. Voll ins Gesicht. So, und noch ein Kampf mit der Zweihand-Stangenwaffe hier. Das sind immer nicht so schöne Kämpfe. Oh. Ja, da haben wir sogar verloren jetzt im Finale. Obwohl wir geblockt haben. Aber seinen Angriff hat er einmal durchgehauen. Ah, schade, 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 Leute. Den Helm hätte ich doch schon gerne mitgenommen. Aber gut, wir haben ja einen. Da müssen wir erstmal mit dem leben, was wir haben. So, hoffentlich greift der Seeräuber uns nicht an. Hier ist noch eine Stadt, da ist aber auch nichts los. Wollen wir mal zu den Batanianern gehen und deren Städte abklappern. Die Arena-Kämpfe unterscheiden sich hier immer von Volk zu Volk. Hier ist natürlich der Fokus sehr auf Reitkunst, habt ihr vielleicht mitbekommen. Okay, da sind wir nochmal dran vorbeigekommen. Ja, wir müssen den ein bisschen ausweichen, hier den Plünderern und Räubern. So, hier sind wir im Bereich der Batanianer und da haben wir auch den ersten Arena-Kampf bei denen. Und mal gucken, Hochland-Kriegsspeer. Bin ich mal gespannt, ob wir uns den hier sichern können. Eine schöne Einhandstangenwaffe.
Ja, wir sind in Vierergruppen hier, aber einzeln. Und mit Zweihandwaffen müssen wir kämpfen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil man wirklich in die richtige Richtung auch blocken muss. Deswegen, ich mache das immer ganz gerne, dass ich einen Schritt zurückgehe, wenn sie kommen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. So wie jetzt in der letzten Arena-Runde. Aber in der Regel klappt das eigentlich ganz gut. Und wenn man dann seinen Schlag setzen kann, dann ist das umso besser. Da muss man, darf man nur nicht aufhören. Ja, das hat auch gut geklappt. Wunderbar. Sehr schön, Eva. Oha, gegen zwei. Ja, während die auf den einen einhauen, können wir von hinten so ein bisschen draufhauen. Das ist unser Vorteil hier. Zweihändig haben wir schon auf 19 verbessert. Und hier der letzte. Na, mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Der schlug aber sehr schnell zu. Haben wir noch gesichert. Ja, gewonnen. So, Hochlandkriegsspeer. Wollen wir mal gucken. Der ist auf jeden Fall sehr viel besser als unser einfacher Räuberkurzspeer. Deswegen tauschen wir den mal aus. Ja, und lassen den mal im Inventar hier. Ja, wichtig ist halt, dass wir die Dinger auch gewinnen, um Ansehen zu bekommen. Und auch unser gewettetes Geld. Sonst ist das nämlich weg. Aber wir haben da eigentlich momentan genug. Deswegen tut uns das jetzt nicht so doll weh. Waldbanditen. Die treiben sich überall rum. Hauptsächlich in Wäldern. Haha. So, Marunat hat auch keinen Arena-Kampf. Schauen wir mal hier weiter. Oh, das wäre jetzt fast schief gegangen. In Seonon ist ein weiterer Arena-Kampf zu finden. Uns dem mal anschließen. Ein Breitschwert gibt es als Belohnung. Das ist ja cool. Eine Einhandwaffe. Ja, ist auf jeden Fall mit Sicherheit besser als unsere jetzige Waffe. Hier in den Arena-Kämpfen haben wir allerdings immer zugewiesene Waffen. Also die können wir nicht beeinflussen. Da nützt es gar nichts, wenn wir hier eine ultra super krasse Waffe haben. Wir müssen mit dem auskommen, was wir ja zur Verfügung gestellt bekommen. Oha, mit Schild und Schwert. Hinten die Bogenschützen. So, und der letzte. Ja, hier sind die Arena-Kämpfe eher auf Zweihandwaffen ausgelegt, weil die Batanianer gerne mit Zweihandwaffen kämpfen. Man sieht's. Es sind immer sehr schwierige Kämpfe, wie ich finde. Puh. Das wird sportlich. Da war unser Glück, dass wir den jetzt umrundet haben. Das war richtig knapp gerade. So, Zweihand haben wir auf 25 erhöht. Puh. Yay. Gewonnen. Sehr schön. Gut gemacht, Eva. Und wir kriegen hier so ein schönes Breitschwert als Belohnung. Wollen wir gleich mal gucken. Ja, es ist sehr viel besser als unser jetziges. Wir haben ein gezahntes Eisenbreitschwert und hier, ja, es wird nur Breitschwert genannt. Ist aber schon sehr viel besser. Wunderbar. Wo geht's als nächstes hin? Wir können mal gucken. Wo haben wir angefangen? Hier hinten. Wir haben schon ordentlich Strecke zurückgelegt. Hier lang. Bis nach, ja, bis zu den Flandianern. Jetzt sind wir hier und ich würde mal sagen, wir gehen nach Sturgia hoch, hier nach Varshek,
Und Omor, die Städte können wir auch nochmal abklappern. Und ja, versuchen überall Preise einzuheimsen. So, das war Check. Bisher immer noch ohne Truppen. Und hier ist sogar eine Arena gerade, ein Arena-Kampf. Azaligat ist ein ja, Pferd, was wir gewinnen können. Auch ein adeligen Pferd. Pferde sind immer eine ganz coole Sache, weil wenn man die verkauft, hat man auf jeden Fall ordentlich Geld in der Tasche. Oh, oh, lauf, lauf, lauf. Boah, gar nicht so einfach gerade. So, haben die irgendwelche Waffen fallen lassen? Nö. Nichts, was wir nicht auch haben. Ein Speer wäre halt cool. Der hat uns doch irgendwie getroffen, wie auch immer. Das war die Runde 1. Wir wetten wieder. Und ja, das Geld wird weniger, was wir gewinnen können. Da werden wir fast umgerannt hier. So, kümmern wir uns mal um die Bogenschützen. Sehr schön, du kommst auch noch hinterher. Sehr schön. Ja, was ist mit dir? Den müssen wir hinterher rennen. Der will nicht kämpfen. Ja, der rennt gegen die Mauer, sehr gut. Da wartet schon unser Kollege auf ihn. Ja, sehr gut. Ja, look at him. Sehr gut. Weiter geht's hier. Oh, mit dem Speer. Wollen wir versuchen, den hier auszuschalten. Denn wenn der unseren Reiter runterholt, dann sind wir alleine gegen zwei. Auch hier versuche ich den so ein bisschen zu umrunden. Aber der trifft uns irgendwie eher als wir ihn. Ich sollte das Schild mehr hochhalten. Okay, das war's mit ihm. Okay, der ist auch weg. Sehr schön. Yay. Guckt her, Leute. Iva. So, wir haben hier noch Wurfwaffen. Sollen wir auch mal versuchen, ein bisschen auszuweichen. Das war ein bisschen zu hoch. Ja, komm mal her. Ich würde mal sagen, das haben wir gewonnen hier, ganz sicher. So, Taverne. Wen haben wir denn da? Eine Wanderin. Per Verfolgen findet ihr Siedlungen auf der Weltkarte. Solange die Schaltfläche Verfolgen aktiv ist, wird die Position der ausgewählten Siedlung markiert, wenn ihr den Punkt neben dem Siedlungstext anklingt. Könnt ihr die Verfolgung deaktivieren, ja. Das wissen wir. Ich demonstriere das gerne nochmal. Siedlungen. Jetzt hier zum Beispiel sagen Abkoma. Dann kann man hier klicken, dass wir diese Siedlung, diese Burg verfolgen möchten. Und wenn wir jetzt rausgehen, dann sieht man das hier nämlich ganz gut auf der Karte. Die ist nämlich hier hinten. So, und da können wir das auch ganz einfach wieder ausschalten. Ja, in der Taverne habe ich jetzt gerade mal geguckt. Es gibt immer mal so Gefährten, die man anheuern kann. Ja, bei der würde ich das jetzt nicht unbedingt machen. Wir machen uns mal auf die Suche nach weiteren Arena-Kämpfen. Gerade nochmal speichern. Ja, vielleicht hier hinten nach Omor. Wenn wir alleine unterwegs sind, sind wir natürlich auch schnell. Und unser Geld wird nicht weniger dadurch, dass wir irgendwelche Truppen bezahlen müssen. Okay, in Omor ist nichts los. Wir können ja trotzdem mal reinschauen, zumindest in der Taverne.
Bardur Eisenauge haben wir hier. Aus Kuhzeit. Ein Wanderer des Grausam. Ja, Eisenauge. Den lassen wir mal hier. So, an solchen engen Übergängen ist das auch immer kritisch. Wenn jetzt die Räuber kommen von vorne, müssen wir nach hinten wieder weg. Dann ist die Frage, kommt dann von hinten jemand oder ist dort frei? Sibir. Okay, da ist nichts. Und war Novapol. Ja, hier ist auch kritisch. Das sind sehr enge Pässe hier. Wenn hier Banditen kommen. In Tyal könnte auch noch ein Kampf stattfinden. Schauen wir mal. Jo, da ist ein Arena-Kampf. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Ein Skalpell. Oh, mit Pfeil und Bogen. Müssen wieder aufpassen, dass wir hier nicht unsere Leute treffen. Oha, die haben den schon umgehauen. Sieht nicht gut aus für uns, Leute. Den da hinten treffen wir auch nicht. Jetzt haben wir ihn getroffen. Ah, der Reiter hält die zum Glück ein bisschen von uns ab hier. Ja, verfehlt, verdammt. Verdammt, Axt. Okay, das ist nicht gut. Ich glaube, das wird nichts, Leute. Meine Güte. Also, Iva, mit dem Fernkampf, das üben wir nochmal, ne? Nee, das ist... Da wird keine Chance. Schade. Ja, Nortus der Stille. Da habt ihr wohl gewonnen. Tja. Mal gewinnt man, mal verliert man. Nortus der Stille, den könnten wir dann auf jeden Fall auch anheuern. Ist ein Imperialer. Großzügig, kühn und barmherzig. Ja, der... Wäre doch vielleicht eine geeignete Option, um uns als Gefährte zu dienen. Das schauen wir uns dann aber in der nächsten Folge mal an, liebe Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Bis dahin.